Dann hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Legenden-Talks nach dem Spiel des FC Schalke 04 in Hannover 96. Darüber sprechen wir heute wieder mit unseren Fußballlegenden Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk. Hallo und Glück auf. Glück auf, René. So, wieder ein Spiel, ein Unentschieden, wo nach dem Spiel gesagt wurde, gemischte Gefühle. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt wenige, die immer noch nicht wissen, wo sie hinwollen. Jetzt interessiert es natürlich unsere Zuseher. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen? Wie habt ihr dieses 1:1 wahrgenommen? Ja, ich muss sagen, dass wir in Hannover, wie wir gespielt haben, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, sondern wären wir weiter unten, weiter oben, wenn wir die Spiele in der Vergangenheit, die Auswärtsspiele, wie wir die angegangen sind, wie wir die Spiele verloren haben. Und der Spieler in Hannover hat gezeigt, dass wir da mithalten können, auch mit den Oberen. Das hat er schon gezeigt, zum Beispiel gegen St. Pauli zu Hause und so weiter. Und wir waren die, glaube ich, bessere Mannschaft bis zur 81. Minute, wo wir ein unglückliches Tor reinkriegen. Aber das einzige Kritikpunkt vielleicht wäre gewesen, wenn man ein taktisches Foul gemacht hätte. Nicht Seguin, weil der hatte die gelbe Karte, sondern ein anderer Spieler. Der holt sich die gelbe Karte, okay, dann gehen wir als Sieger vom Platz. Und nach dieser Situation, da kannst du gar so ein Spiel noch verlieren. Ja, Gott sei Dank, einen Punkt geholt, dass wir nicht von da unten weggekommen sind, ist auch klar. Aber man hat den Weg gezeigt, wie es geht. Klaus hat alles gesagt. Ich war jetzt nicht überrascht gewesen, dass Hannover 96 zu Hause normalerweise sehr stark spielt. Ja, das wussten wir von vornherein, weil die spielen oben mit. Ich persönlich habe den Eindruck gehabt, dass die Spieler so ein bisschen Probleme mit sich selber hatten von Hannover, dadurch, dass 49.000 Zuschauer da waren und unsere Jungs das ein bisschen eher gewohnt sind, weil wir nur 60 haben. Trotzdem muss man sagen, wenn man so lange 1-0 führt, der Klaus hat ja gerade schon gesagt, wir standen gut, wir haben gute Konter gemacht und. Trotzdem ärgert man sich natürlich, wenn da so einer mit, sag ich mal, mit dem Ball 60 Meter läuft und keiner geht so dazwischen, keiner hält ihn fest. Das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Ich glaube, Kaminski war derjenige, der die Chance hatte. Seguin, wie du schon gesagt hast, hatte die Möglichkeit, wenn er das gemacht hätte, wäre er runtergeflogen, wäre ein Spiel gesperrt. Also bei dem, sage ich mal, hätte ich auch nicht wahrscheinlich gemacht. Aber Kallas war auch auf der Höhe. Kallas hätte ihn auch festhalten können, mindestens festhalten können, dass es nicht zu dieser Situation gekommen ist. Ja, also wie gesagt, das war ja auch ein bisschen Unglück, dass der den Ball so zurückspitzelt. Und Müller war auch ein bisschen überrascht, glaube ich. Ich glaube, da war jeder überrascht, dass der Ball überhaupt noch aufs Tor gekommen ist. Und 1-1 war bis dahin okay. Ich verstehe manchmal seine Auswechslung nicht, das habe ich aber schon oft genug gesagt, weil drei Mann kurz vor Schluss, da bringt meiner Ansicht nach immer alles ein bisschen durcheinander. Aber okay, das ist ja seine Art und Weise, mit der Mannschaft umzugehen. Was ich auch noch gut fand, und das habe ich die ganze Zeit hier gesagt, warum schmeißt du die jungen Spieler nicht rein? Und diesmal musste Abi sich auf die Schulter hauen, weil der Abi das vorausgesagt hat. Ganz einfach. Und wenn du ein oder zwei junge Leute hast, dann musst du die reintun. Und wenn die eben nur bis zur 70. Minute spielen, dann spielen die bis zur 70. Minute. Aber die haben was drauf. Das hat man gesehen bei dem Tor. Der Junge, der ist ganz frech hoch, zack, zack, zack. Hat auch Selbstvertrauen gehabt. Das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, schon in Gütersloh sehr gut gespielt. Also muss ich ihn doch spielen lassen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass er nicht klarkommt, dann hole ich ihn mir wieder runter und dann setze ich einen neuen ein. Aber diese jungen Spieler, die brennen doch immer. Also ich bitte euch, ich war doch früher auch so, ich habe mich doch gefreut, wenn der Trainer gesagt hat, du spielst. Ja, und das ist das Einzige, was ich ja die letzte Woche kritisiert habe. Und diese Woche hat er es gemacht. Und da muss ich ihm gerecht auch sagen, okay, top, Junge, hast du gut gemacht. Ja, aber man muss dazu sagen, dass er über längeren Zeitraum verletzt war.
Ja, und wenn du nach einer längeren Verletzung kommst, dann brauchst du eine gewisse Anlaufzeit. Die hat er jetzt gehabt. Er ist eigentlich der Spieler, ein Unterschiedsspieler, sagt man ja immer, der in der Lage ist, Tore zu machen durch Art und Weise, wie er es gezeigt hat. Das war schon toll und das gibt auch Hoffnung für die Zukunft, weil die Saison ist noch lange nicht zu Ende und wir sind noch lange nicht da unten raus. Das muss sich jeder Einzelne muss er sich das vor Augen halten und muss genau, egal gegen wen wir spielen, genauso zu Werke gehen, wie es getan haben. Dann werden wir auch mit dem Abstieg dann nichts mehr zu tun haben. Aber nur dann. Und das kann man immer wieder sehen. Wir haben das schon öfter gesagt, ob das Spieler oder Mannschaften sind, das spielt keine Rolle. Bayern München führt 2-0, verlieren 3-2. Ja, wie so, beim Aufsteigen, wie sowas möglich? Sagen wir, das gibt es nicht. Ja, weil sie dann zu wenig getan haben und auch noch Fehler gemacht haben. Und das darfst du nicht machen. Ob eine große Mannschaft oder eben die erste Liga oder zweite Liga spielt alles keine Rolle. Und dann gewinnst du spielen, weil Hannover, man muss es so sagen, gehört zu den Mannschaften, die oben da mitspielen. Und durch einen Sieg gegen uns hätten sie wieder Anschluss haben können an den HSV und die Möglichkeit, ja, sogar aufzusteigen. Aber wir waren besser. Wir waren besser, das müssen wir uns vor Augen halten. Egal gegen wen wir spielen, müssen wir weiter so agieren. Ja, Asanoye Draogo hat Schwung reingebracht wieder in die Mannschaft, war ja auch der Garant in der Hinrunde, hat ja die Tore gemacht, dann die Verletzung. Also mit ihm wieder positiv in die Zukunft und ja, Hannover haken wir dann ab. Wir sind uns einig, es war die beste Auswärtsleistung, die wir in diesem Jahr und auch vielleicht auch schon in der Hinrunde gesehen haben. Auf jeden Fall. Also diesmal muss man wirklich sagen, sind sie gut zur Sache gegangen, sind auch an den Männern dran geblieben und. Es waren viele Situationen 1 gegen 1, wo Hannover sich nicht durchgesetzt hat gegen unsere Spieler. Und das ist es, wenn du auswärts dagegen hältst und richtig dagegen hältst, dann hast du auch Chancen, auswärts das zu holen. Ganz einfach. Nur wenn du weiter weg von den Leuten bist, was ja vorher bei den Spielen waren, mal 3, 4 Meter von den Spielern weg bist, dann sind natürlich auch in der zweiten Liga ein paar gute Jungs dabei, die fackeln nicht lange und hauen dir ein, zwei ran und dann bist du hinten dran. Und dann fängst du ja dann wieder von vorne an und dann willst du aufmachen und dann geht es meistens in die Hose. Diesmal war es genau richtig. Diesmal haben wir das Tor als Erster wieder gemacht. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen. Ich fand es gut, aber wir waren jetzt nicht so zurückgezogen, dass man sagt, lasst Hannover das Spiel machen, sondern Hannover hat keine Möglichkeiten gefunden, ja? Also die waren immer schön im Mittelfeld an ihren Leuten dran. Und ja, das war für mich, sage ich mal, das, was man eigentlich auch oder wie man auswärts spielen muss, ja, dran sein, aggressiv sein und auch vor allen Dingen ihre Ja, ausnutzen, ne? wir haben den Gegner früh angelaufen und der Gegner, der konnte ja praktisch die Bälle nur lang nach vorne hauen und das ist ja für die Abwehr relativ einfach, ja, weil man ein guter Kopfballspieler ist und die Bälle kommen, dass du da klären kannst. Und das kann man immer wieder an Beispielen. Man muss ja das immer an Beispielen auch zeigen und sagen: Bayern München gegen Dortmund verlieren zu Hause 2-0. Warum? Weil sie zu weit weg waren von den Gegenspielern. Die konnten spielen, da sind die erst hingegangen. Nein, du musst das spielen, hat ein Trainer zu mir gesagt: Du musst das Spiel lesen können. Das heißt, im Vorfeld musst du erkennen, ah, der spielt dahinter, muss ich da sein. Nicht erst, wenn er am Ball ist. Und Hannover 96 hat ja nicht eine Torschance bis zu dem 1-1. Das muss man so sehen. Unser Torwart hat fast nichts zu tun gehabt, weil wir gut standen, gut gespielt haben. Und das tut der Mannschaft mit Sicherheit auch weh am Anfang jetzt, da man dieses Tor reingekriegt hat, wo zu vermeiden war und du eben 2 Punkte dadurch verloren hast. Aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben,
wie wir spielen müssen, zeigt, wie es geht. Also Fazit, zufrieden, aber hätte man doch 3 Punkte mitnehmen können. Ja, man konnte nicht mehr ändern. Wir hätten das Spiel nach Hause fahren können. Bei einer guten Mannschaft, die steht ja nicht umsonst da mit da oben, denke ich mal. Aber wir haben die nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und das ist wichtig, dass du den Gegner nicht ins Spiel kommen lässt. Ja, das haben wir getan, aber haben versäumt, eben das zweite Tor nachzulegen, wo die Chancen auch da waren. Aber naja, da musst du jetzt zufrieden sein. Ja. Und jetzt geht es gegen einen Verein, der auch im Moment, der nicht so da toll drauf ist, der zu Hause gegen Holstein Kiel 4-0 verloren hat. Ja, ihr habt angesprochen, nächster Gegner, Nürnberg hier zu Hause in der Feldis Arena, Samstagabendspiel, 20.30 Uhr, volle Hütte. Ja, wir erwarten natürlich einen Sieg, aber... Also ich habe jetzt schon mal, ich habe schon rot an, habe extra für Nürnberg rot angezogen. Ich weiß gar nicht, haben die weiß? Oder blau, haben die eine andere? Blaue Hose. Wir müssen den Nürnberger natürlich... Ja, wir müssen natürlich den Nürnberger... Ja, hier gut empfangen. Das machen wir ja auch mit der alten Herren. Wir spielen ja gegen die auch. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Hoffen natürlich auch, das muss man wirklich sagen, dass Nürnberg hier uns die 3 Punkte gibt, wo ich glaube, es wird trotzdem eng. Ne? Also Nürnberg braucht auch noch ein bisschen was. Die werden also hier nicht uns irgendwas schenken. Davon gehe ich mal aus. Deswegen muss man hier auch schon schauen, dass man hier gegen Nürnberg genauso eine gute Leistung bringt wie in Hannover, dann gehe ich auch davon aus, dass wir das Spiel hier gegen Nürnberg gewinnen können. Wir brauchen nicht denken, dass sie das Spiel abschenken. Na, das glaube ich auch. Weil die Freundschaften da sind mit Schalke 04 und so weiter. Wenn du zu Hause 4-0 verlierst gegen Holstein Kiel, dann wirst du auch versuchen, da fordert wahrscheinlich der Trainer auch Wiedergutmachung. Ja, und die wissen auch, wir sind zu Hause schon, haben die letzten Spiele schon gut gestartet, haben wir auch St. Pauli geschlagen und gegen Paderborn hätten wir gewinnen müssen und so weiter. Aber abschenken werden die nicht. Das heißt, dass unsere Mannschaft engagiert auch wieder zur Sache gehen muss, weil man kriegt das ja immer von Woche zu Woche mit. Es kann ja jeder jeden schlagen. Ja, wenn du nicht gut drauf bist, wenn du zu weit von den Gegnern weg bist und so weiter, dann hast du auch gegen jede Mannschaft deine Schwierigkeiten. Aber wir sind zu Hause, haben wir gesagt, 60.000 Zuschauer. Wir wissen, auch die Spieler, denke ich mal, alle wissen, wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir ja einen ganz großen Schritt weiter raus. Weil, gut, man muss abwarten, wie die anderen spielen, aber erstmal. Ja, es muss auch manchmal von Spiel zu Spiel. Ja, das ist ja ein wichtiges Spiel. Es ist ja auch so, Klaus, wir können uns doch gar nicht erlauben, hier jetzt noch ein Spiel zu verlieren. Das funktioniert nicht. Also zu Hause darfst du da nicht abbrechen und sagen, so, pass mal auf, wir spielen hier nochmal unentschieden, weil dafür ist die Situation mit den anderen Mannschaften viel zu gefährlich. Und Kaiserslautern hat sich auch noch nicht aufgegeben, auch wenn die jetzt, sag ich mal, am schlechtesten mitstehen unten, aber die Mannschaft ist eigentlich so vom reinen Kader her gesehen, also da würde ich fast drauf wetten, dass die nicht absteigen, aber jetzt stehen die auch unten drin, jetzt haben die auch die Hose voll, ja, wir müssen hier eigentlich, wenn man doch sieht, wie gut wir gespielt haben in Hannover, da muss man doch mal sagen, jetzt haben wir doch mit Selbstvertrauen, Jungs, jetzt hauen wir die hier weg. Weil so schlecht ist unsere Mannschaft nicht. Der Unterschied ist, wie stellt man auf? Das ist den Gerrit seine Aufgabe. Stellt er die Leute auf, die auch passen, die ein Spiel gewinnen wollen? Und wenn er die richtigen Leute hat, vom Kader her, bin ich fest von überzeugt, haben wir es, dann gewinnen wir auch das Spiel gegen Nürnberg. Weil wir haben nicht schlecht gespielt in Hannover. Und das ist so das Einzige, was man so sagen kann, ja? Und deswegen muss man hier mit breiter Brust hier hingehen, wie du gerade gesagt hast. Da muss man eng dran sein, da muss man aggressiv sein. Ja, da muss man Nürnberg zeigen, auch wenn ihr unsere Freunde seid. Aber hier holt ihr nichts.
und auf Wiedersehen, dann könnt ihr schön zum Pfalzner Weiher fahren und Ende aus. Ja? Aber das muss hier passieren. Wenn du jetzt glaubst, ja, jetzt haben wir hier in Hannover so gut einen Punkt geholt, jetzt läuft es von alleine wird hier gegen Nürnberg nichts laufen. Ist ja klar, du musst jetzt von Spiel zu Spiel, musst das sowieso denken. Und das Spiel ist vorbei in Hannover, war gut bis auf das Ergebnis. Und jetzt geht es weiter zu Hause gegen Nürnberg, wo wir eine Macht sind. Aber die Macht musst du zeigen am Spielfeld. Ja, von der ersten bis zur letzten Minute. Am Hauch, Luft haben wir das auch gesagt. Und dann kam zu wenig. Aber zu Hause nicht. Zu Hause haben wir gute Spiele gemacht gegen gute Gegner. Und wer St. Pauli, ich sage es immer wieder, wer St. Pauli zu Hause schlägt, der kann jeden Gegner schlagen. Aber du musst bereit sein, alles zu geben von Anfang an. Dann gewinnst du. Sonst nicht. Und mal kurz auf die Gegner schauen. Das ist ja auch interessant. Ja. Rostock in Berlin gegen Hertha. Mhm. Ich meine, Rostock ist ja der Spieltagsgewinner. Haben sich mit einem Sieg ja ein bisschen absetzen können. Kaiserslautern in Fürth. Die haben, glaube ich, von 9 Spielen 7 Fürth, verloren. Glaube ich, Fürth hat auch eine Negativserie. 7 Spiele. Also das wissen die ja auch. Da ist was zu holen. Ich hoffe, dass die Fürther sind auch jenseits von Gut und Bösen. Da kann auch nichts mehr passieren. Weder nach unten, nach oben. Und ja. Das ist eigentlich dann schlecht, ne? Für uns. Eigentlich dann schlecht für uns, ja. Wenn die auf ja, so ist frei aufspielen können. Aber René, das ist doch ganz normal. Wir sind doch, also wir haben jetzt einen minimalen Schritt gemacht, dass wir da einen Punkt geholt haben. Aber wir sind unten noch drin. Ganz einfach. Und wenn jetzt hier einer glaubt, es geht mit links mal eben jetzt nach oben, der hat sich total im Finger geschnitten. Das funktioniert nicht. Du musst jetzt dranbleiben und Gas geben, egal wie die anderen spielen. Es kann ja auch mal sein, dass du mal ein Spiel, wir haben ja noch Düsseldorf hier zu Hause, die ja auch zu Zeiten gut in Form sind, da musst du ja auch alles geben, um das Spiel hier nicht zu verlieren. Da kannst du wieder sagen, okay, gegen Düsseldorf kann man einen Punkt holen. Aber die Nürnberger müssen wir hier schlagen. Also wir müssen schlagen, weil die anderen Mannschaften, wie auch immer, die lassen auch nicht locker. Guck mal, jetzt Osnabrück. Die gewinnen schon wieder. Die haben eine Serie hinter sich, das gibt's gar nicht. Und die sind nur 6 Punkte weg. Oder sagen wir mal 7, glaube ich, bis zum Drittletzten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber das ist doch das, da siehst du doch, dass die auch beißen und kratzen bis zum Schluss. Und das ist ja keine überragende Mannschaft. Die ist ja nicht so gut wie unsere Mannschaft. Und trotzdem siehst du, die geben auch nicht auf. Also so einfach ist es nicht. Wir müssen hier schon den Arsch hochnehmen und sagen, bei 0 wieder geht's los, Jungs. Wir müssen das Spiel hier gegen Nürnberg gewinnen. Sonst wirst du hier ganz böse was erleben hier. Und dann stehst du nachher da und dann ist die Heulerei groß. Weil sie gesagt haben, ja, wir haben ja sehr gut gespielt. Nee, wir haben bis jetzt noch nichts erreicht. Ich erlebe bei der Mannschaft wie Nürnberg, wenn die weder nach unten, nach oben Probleme hat oder was machen kann, die spielen da locker auf. Und deswegen darfst du nicht nachlassen. Und musst du schauen, dass die permanent unter Druck setzt, ohne nach hinten offen zu lassen. Dass kein Konter entstehen kann. Und dann glaube ich schon, dass wir dieses Spiel zu Hause gewinnen, war vor dieser Kulisse auch. Und ja, das hilft uns einen Schritt weiter. Jetzt habe ich es angefangen, das Video zu Ende bringen. Osnabrück, hast du ja auch gesagt, Spiel in Kiel. Möglich ist schon. Aber dann so 2 wichtige Spiele, Magdeburg zu Hause gegen Hamburg und Braunschweig zu Hause gegen Hannover, unserem letzten Gegner. Deswegen sage ich, es ist alles noch nichts entschieden und deswegen sollten wir können froh sein, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben aber trotzdem meiner Ansicht nach 2 Punkte verschenkt. Ja, wenn wir die schon wieder mehr gehabt hätten, also jetzt mal wieder so einige Spiele, Karlsruhe, Paderborn, jetzt wieder, das sind 6 Punkte. Stell dir mal vor, die hättest du jetzt auf dem Deckel oben drauf. Da würdest du ja sagen, so, immer eben. Jetzt kommt Nürnberg hier hin, die hauen wir noch weg und dann sind wir im Mittelfeld, aber ganz weit oben. Ja? Aber das hast du alle nicht gemacht. Also musst du hier
richtig Gas geben im Stadion. Und ich kann mir auch vorstellen, Nürnberg hat eine junge Truppe, die sind das auch nicht gewohnt, hier bei 60.000 zu spielen. Wahrscheinlich wird dem einen oder anderen da ein schöner Streifen in der Hose sein. Und davon gehe ich mal aus. Deswegen muss man sowas auch ausnutzen. Diese jungen Kerle sind das hier nicht gewohnt, vor 60.000 zu spielen. Und da muss man aggressiv rangehen und denen zeigen, Jungs, tut uns leid, wir haben eine gute Freundschaft mit euch, aber holen tut ihr hier nichts. Terodde hat zwar nur eine Torschanze gehabt, das hätte er machen können, aber er ist über 10 Kilometer gelaufen, weil er der Erste war, der den Gegner angelaufen hat. Und so muss das auch hier sein, damit die nicht in Ruhe lässt, da machen die auch Fehler. Und da muss er eben da sein, um diese Fehler auch vielleicht auszunutzen, um ein Tor zu machen und eben, ja, das Spiel zu gewinnen. Unterstützung haben sie von 60.000 Zuschauern. Ja, dann lassen wir das einfach so stehen. Jawohl. Danken euch für die Zeit, für eure Einschätzung und sehen uns Jawohl. dann nächste Woche wieder. Und vielleicht kurze Anmerkung, wir planen das Ganze mal live zu machen. So ist es. Wenn da Interesse besteht, liebe Zuseherinnen und Zuseher, montags dann mal live ab 10 Uhr wäre auch mal nicht schlecht, oder? Wenn ihr damit einverstanden seid, schreibt es doch mal in den Kommentaren. Ja, genau, das wäre mal nicht schlecht. Was? Live ist live. Ach so. Ja, dann danke und Glück auf. Glück auf.